Gerade wenn es mal stressiger im Leben ist, fallen genau die Dinge, die uns besonders gut tun, meistens am allerschnellsten weg. Deswegen habe ich diese kurze Yoga-Routine für euch vorbereitet, die ihr auch in einem hektischeren oder schnelleren Alltag integrieren könnt und jederzeit machen könnt. Wir legen direkt los und starten in der Stellung des Kindes. Gesäß zu den Fersen, Stirn zum Boden und die Arme neben den Körper. Du kannst dir auch etwas mehr Platz schaffen, indem du deine Knie ein bisschen auseinander nimmst. Schau, dass du hier wirklich gemütlich und bequem liegen kannst. Beginne nun tief in den Bauch einzuatmen und vollständig auszuatmen. Tief ein, vollständig aus. Und ein drittes Mal genauso. Tief ein, langsam aus. Lass deinen Schulterbereich weich werden. Entspann deinen Nacken, deine Kopfhaut. Auch dein Gesicht ist ganz weich. Spür, wie die Erde dich trägt. Und nimm wahr, wie dich genau diese Verbindung erdet und langsam zur Ruhe kommen lässt. Schmilz noch tiefer in die Asana. Atme ein und bring beide Arme nach vorne. Stell deine Fingerspitzen auf und drück sie in den Boden, sodass du noch mehr Länge in der Wirbelsäule kreierst. Auch hier einmal tief in den Bauch einatmen und vollständig aus. Bring deine Arme und deinen Oberkörper nun nach rechts für eine leichte Seitdehnung in der Stellung des Kindes. Ganz subtil, ganz sanft. Und beim nächsten Ausatmen kommst du zurück zur Mitte. Einatmen nach links. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Zurück zur Mitte. Und komm nun ganz langsam Wirbel für Wirbel für Wirbel nach oben. Bis du im Fersensitz angekommen bist. Kopf ganz zum Schluss. Und dann bring dein rechtes Ohr zu deiner rechten Schulter. Achte darauf, dass du im Brustbereich jetzt nicht kollabierst und einsackst, sondern die Länge in der Wirbelsäule beibehältst und dein Schlüsselbein offen ist. Und jetzt streckst du deine linke Hand aus. Prana Mudra ist so ähnlich wie Peace, nur dass die Finger zusammen sind. Und dann bring nun dein Kinn ganz leicht zu deiner Brust. Und wenn du die Dehnung verstärken willst, bring deinen linken Arm weiter nach hinten. Und einatmen, bring deinen Arm zurück, den Kopf nach oben, wechsel die Seite. Einatmen und ausatmen, linkes Ohr, linke Schulter. Auch hier wieder
Die Schultern sind auf einer Höhe, deine Wirbelsäule ist lang. Und dann bring langsam dein Kinn zur Brust. Streck den rechten Arm aus. Prana Mudra. Und auch hier kannst du deinen rechten Arm weiter nach hinten bewegen. Den Arm zurück zur Mitte, zurück in deinen Schoß und den Kopf nach oben, tief einatmen. Und langsam aus. Nimm wahr, wie du langsam aber sicher im Raum, auf deiner Matte und bei dir selbst ankommst. Komm nun in einer bequem gekreuzten Sitzposition an und beginne Kreise mit deiner Wirbelsäule zu malen. Vorne vor den Sitzbeinhöckern und hinten hinter den Sitzbeinhöckern. Synchronisiere deine Atmung mit der Bewegung. Vorne einatmen, hinten ausatmen. Und wechsel die Richtung. Mach die Kreise so groß, wie es dir möglich ist. Und einatmen, komm in der Mitte an und von hier aus in den herabschauenden Hund. Beug deine Beine, stell hier auch gerne erst einmal die Zehen auf, sodass deine Fersen in der Luft sind und deine Wirbelsäule wirklich lang ist. Wenn das okay ist, kannst du deine Fersen langsam senken und die Knie ruhig gebeugt lassen. Bauchnabel ein und hoch. Wenn das auch okay ist, kannst du deine Beine strecken. Drück den Boden weg mit den Händen, mit den Füßen. Und der Blick geht zu deinen Knien oder zum Bauchnabel. Einatmen, Kraft im linken Arm. Die rechte Hand umgreift den linken Knöchel. Twist. Ausatmen, zurück zur Mitte. Und andere Seite, linke Hand, rechter Knöchel. Schau nach oben. Und zurück zur Mitte. Tiefer Atemzug im herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Tippe nun langsam nach vorne, bis du in der stehenden Vorwärtsbeuge angekommen bist. Beug deine Beine so weit, dass dein Oberkörper auf deinen Oberschenkeln aufliegt. Bleib entweder hier oder umgreif deine Knöchel, Unterarme wollen deine Waden umarmen. Von hier aus kannst du die Stirn zu deinen Schienbeinen bringen und die Beine strecken. Schultern weg von den Ohren. Und beim nächsten Ausatmen beugst du deine Beine, bringst deine Füße etwas weiter als hüftbreit auseinander und kommst in Malasana an. Hände vors Herz, der Blick ist aufgerichtet. Malasana ist auch eine sehr erdende Asana.
Einatmen, rechter Arm nach oben, linker Arm nach unten. Und wenn es für dich okay ist, such den Bein auf der linken Seite. Twist, schau mit dem linken Auge hinter deine rechte Schulter. Einatmen zurück zur Mitte und ausatmen andere Seite. Du kannst auch hier in dem Twist mit offenen Armen bleiben. Wenn du einen Schritt weiter gehst, finde den Bein um dein rechtes Bein herum. Bauchnabel ein und hoch und zurück zur Mitte. Tiefer Atemzug hier. Paschimottanasana. Umgreif deine großen Zehen mit deinen ersten drei Fingern. Und auch hier schaust du, dass deine Wirbelsäule lang ist und der Oberkörper auf den Oberschenkeln aufliegt. Von hier aus kannst du dann langsam anfangen, dich nach vorne zu ziehen, Schultern weg von den Ohren und die Beine langsam strecken. Achte auch darauf, dass deine Zehen alle auf einer Linie sind. Und ausatmen, komm zurück nach oben. Rechter Fuß außen am linken Knie. Linkes Bein ist entweder gestreckt, so wie jetzt. Oder du klappst es ein für Ardha Matsyendrasana. Umarm dein rechtes Bein mit dem linken Arm. Rechter Arm nach oben, atme ein, mach dich ganz lang. Und ausatmen, Twist. Beide Sitzbeinhöcker sind auf dem Boden. Deine Atmung ist tief und ruhig. Noch ein tiefer Atemzug hier. Einatmen, hinterer Arm nach oben. Ausatmen, knote dich auf. Und andere Seite, linker Fuß außen am rechten Knie. Rechtes Bein gestreckt oder gebeugt. Umarm dein linkes Bein, linker Arm nach oben und ausatmen, Twist. Spür beim Atmen, wie dein Bauch gegen deinen Oberschenkel drückt. Noch ein tiefer Atemzug. Einatmen, hinterer Arm nach oben, ausatmen, dreh dich auf für die letzte Asana, Baddha Konasana, der Schmetterling. Zwischen deinen Fersen und deinem Schambein ist in etwa eine Faust Platz und klapp deine Füße auf wie ein Buch. Fixiere einen Punkt, achte darauf, dass dein Drishti fokussiert ist. Bedeutet, deine Augen schwirren nicht hin und her, denn auch so verlieren wir unnötig Energie. Lass deine Augen auf einem Punkt ruhen. Atme tief ein und langsam aus. Linke Hand und das linke Knie, rechte Hand und das rechte Knie, hilf deinem Bein nach oben. Komm in einer bequemen Sitzposition an, schließ für einen kurzen Moment deine Augen, Wirbelsäule lang, erde deine Sitzbeinhöcker, spür, wie sich dein gesamter Rücken aufrichtet, Schultern sind entspannt, Gesicht ist entspannt.
und nimm wahr, wie es dir jetzt geht. Atme tief ein, vollständig aus, tief ein, vollständig aus und ein drittes Mal genauso. Atme bequem ein für unser abschließendes Om. Bring beide Hände vors Herz und öffne langsam deine Augen. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, um zu praktizieren, um mit mir zu praktizieren. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf der Matte. Bis bald!